Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch Rogue Citizens auf Roblox. Das ist ein sehr friedfertiges Spiel, aber trotzdem eins meiner Lieblingsspiele. Das Spiel ist sogar so friedfertig, dass ich es auch manchmal mit meiner Schwester oder meiner Mutter oder so spiele. Und das ist schon eine Sache, die nicht sonderlich viele Spiele schaffen. Ich möchte euch heute, wie schon gesagt, das Spiel zeigen, denn es gibt hier wirklich sehr viel zu zeigen in diesem Spiel hier. Zuerst einmal die Basics. Mit M kommen wir auf die Map. Die ist teilweise sehr wichtig, gerade am Anfang. Hier, unser Handy ist ein Hauptbestandteil des gesamten Spiels. Er hat drei Seiten, aber die drei anderen Seiten brauchen wir eigentlich eher selten. Die Kochrezepte könnten wir hingegen schon brauchen. Jetzt sind wir aber auf dieser Seite. Nachrichten und so ist eigentlich eher unwichtig. Am wichtigsten sind jedoch Haus und Autos. Denn mit den Autos bzw. Boote können wir unsere Boote und Autos und Fahrzeuge insgesamt spawnen. Zuallererst fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kann ich denn jetzt überall an Geld kommen? Nun ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist einfach zu arbeiten quasi. Dafür gibt es unglaublich verschiedene Jobs und unglaublich viele. Ihr könntet dafür beispielsweise in die Schule gehen. Ihr könntet Busfahrer werden. Den Jobs gibt es auch vor der Schule. Ihr könnt im Supermarkt arbeiten. Ihr könnt Verbrecher werden. Ihr könnt Polizist werden. Ihr könnt im Krankenhaus arbeiten. Ihr könnt quasi machen, was ihr möchtet. Es gibt ziemlich viel in diesem Spiel hier. Ich zeige euch jetzt zuerst einmal den Burgerjob. Dafür gehen wir hier in den Laden rein, auf den Kellner und auf Starten. Jetzt sind wir hier in dem Ganzen und klicken einmal sie an. Okay, was möchtet ihr denn? Ihr möchtet zweimal so eine pinke Brause, dann so eine grüne, dann einen Hamburger Deluxe und einen normalen. Dann nehmen wir einmal den, dann pink und nochmal pink, dann grün. Die Reihenfolge ist übrigens egal. Und den Hamburger Deluxe und geschafft. Ihr möchtet auch ganz schön viel. Den Cheeseburger, den normalen Burger und die Pommes. Das macht ihr einfach ziemlich lang und ihr bekommt pro Bestellung, die ihr geschafft habt, 20 Dollar. Das wäre also ein Beispieljob. Und hier sind wir bei der letzten Art, das Geld verdienen und zwar durch investieren. Das könnt ihr eigentlich erst machen, wenn ihr genug Geld habt und dafür müsst ihr also schon relativ viel Geld haben, damit es sich lohnt. Dann gehen wir hier zu José, mitten in der Bank, einfach hier oben und gehen auf Ich will meine Investition verwalten. Und ich habe hier jetzt schon überall investiert. Collect, 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 collect. Und wie ihr das macht, ist ganz einfach. Wenn ihr 1000 Dollar habt, geht ihr hier hin. Und in einer Stunde habt ihr 1500 daraus. Es ist halt nicht mit dem gleichen Risiko verbunden wie im echten Leben. Dafür müsst ihr halt einige Zeit warten. Und dann habt ihr das ganze Geld wieder drin. Jetzt habe ich wieder Plus gemacht, investiere direkt wieder. Und dann wird es in einer Woche wieder um etwa 40.000 Euro mehr sein. Autos könnt ihr in diesem Laden hier kaufen. Dafür geht ihr einfach in den Laden rein, geht zu Spencer, sicher, und hier ist das erste Auto, was ihr bekommt. Es kostet nur 400 Euro, man sieht es ihm aber auch an. Die nächsten Autos sind dann diese alle hier. Das sind schon einige. Es gibt hier jetzt auch so Anhänger und sowas alles. Das finde ich alles ganz cool. Häuser könnt ihr kaufen, wenn ihr hier unten auf das kleine grüne Symbol klickt. Und dann seht ihr hier erstmal quasi einen Shop mit Game Passes. Und hier seht ihr die Häuser, die ihr habt und die ihr noch kauft. Also kaufen wollt. Am Anfang ist immer dieses Haus hier oder dieses hier das Starthaus. Das hier kostet nur 1700, das habe ich mir nicht mal gekauft. Ich habe mir direkt dieses hier für 3500 gekauft. Und die anderen Häuser fangen dann eher so bei 20.000 an. Dann sind hier die Möbel. Sehr viele Möbel, mit denen man sein Haus sehr kleinlich einrichten kann, wenn man es möchte. Hier sind noch andere Game Passes und hier Geld, das man sich kaufen kann. Und das Wichtigste für den Anfang sind die Codes, die man eingeben kann. Da kenne ich tatsächlich schon einige. Und einer davon wäre beispielsweise, den solltet ihr eingeben, wäre beispielsweise einfach nur Code. Der Code wurde bereits verwendet, aber ihr könnt ihn dennoch eingeben. Dann gibt es noch Discord Dance. Den könnt ihr noch eingeben. Und dann gibt es auch noch einen, der heißt Sweet Treat. So. Diesen Code hier könnt ihr dann auch noch eingeben. Die geben euch am Anfang sehr viele
sehr viel Geld, mit dem ihr dann schon einiges erreichen könnt. Habt ihr dann ein Auto gekauft, könnt ihr es hierüber spawnen und damit durch die Gegend fahren. Wenn ihr ein Haus gekauft habt, fragt ihr euch wahrscheinlich, und wie spawne ich es jetzt? Dafür müsst ihr auf der Map zu diesem Wohnort hier gehen, mit diesen ganzen Schildern, und sucht euch ein Schild, bei dem For Sale steht. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt kein Geld mehr ausgeben. Dann geht ihr auf einen dieser Plätze, der leer ist, wählt euer Haus aus und spawnt es dann. Hier habe ich jetzt mein Haus, ich gehe ganz kurz rein. Ich habe ein Luxusproblem, das ihr am Anfang wohl leider noch nicht haben werdet. Und zwar muss ich hier einmal kurz mein Garagentor öffnen. Und jetzt bin ich sicher. Jetzt gehe ich hier einmal kurz rein. Und hier ist mein Haus. Noch nicht sonderlich schön eingerichtet, aber ist ein Anfang. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, aber wie richte ich das denn jetzt überhaupt ein? Und das ist auch gar kein Problem. Ihr geht dafür einfach unten auf den Lagerbestand, auf eure Möbel und könnt die ganz einfach platzieren, indem ihr draufklickt und die jetzt bewegen könnt. Ich place jetzt mal diese PlayStation dort drin. Dann platziert ihr nochmal so ein paar kleinere Sachen, wie dieser Kochlöffelhälter hier, oben drauf. Und eine der interessantesten Sachen sind die Building Blocks. Die könnt ihr einfach platzieren und dann, wenn ihr auf sie draufklickt, mit Skala in jede Richtung fast beliebig vergrößern und dadurch quasi neue Wände in euer Haus ziehen. Das ist immer eine sehr coole Sache, denn dadurch könnten wir in dieses Haus hier, das ja eigentlich nicht sonderlich viele Wände hat, einfach eine neue Wand einbringen. Ich möchte diese Wand hier jetzt allerdings einmal kurz löschen, beziehungsweise ins Lager stecken. Und ein Must-Buy meiner Meinung nach ist dieser Flip-Schalter. Mit dem legt ihr einmal den Schalter um und das Licht im ganzen Haus geht an. Das kann teilweise wirklich sehr praktisch sein. Jetzt zeige ich euch noch einmal ganz kurz den Pool hier draußen. Einmal habe ich es hingekriegt, dass mein Auto im Pool gelandet ist. Das war auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache. Und mit den Building Blocks habe ich hier ein meiner Meinung nach relativ cooles Baumhaus gebaut. Ich habe mir dafür einfach hier so ein Regal genommen, ein Leiterregal. Und jetzt kann ich hier einfach oben in mein Baumhaus gehen, wo ich theoretisch auch noch ein paar neue Wände einziehen kann, wenn ich das möchte. Ich finde, es sieht richtig schick aus. Und das ist nur so ein kleiner Tipp von mir, wie ihr eure Sachen auch gestalten könnt. Und Kleidung könnt ihr euch in diesem Laden hier kaufen. Also andere Outfits und andere Sachen, die ihr euch anzieht. Das war's für dieses Video und ciao!